Ende Januar 2016 stellten Vertreter der Polizei Rhein-Sieg zusammen mit Landrat Sebastian Schuster und Kreisdirektorin Anne-Rose Heinze das Einsatzkonzept für die Karnevalstage in Siegburg vor. Im Vergleich zu den letzten Jahren weicht die Einsatzkonzeption deutlich ab. Vor allem die Präsenz von Beamtinnen und Beamten soll in diesem Jahr stärker zu spüren sein und ein Gefühl der Sicherheit geben. Neben den erkennbaren Polizisten werden auch zivile Einsatzgruppen in Siegburg für Sicherheit sorgen. Um dieses Aufgebot an Personal decken zu können, werden auch Polizisten aus anderen Bundesländern in Siegburg stationiert sein. Aus taktischen Gründen wird hier auf die Angabe genauer Zahlen verzichtet. Burkhard Rick, Pressesprecher der Polizei Rhein-Sieg, erläutert die wichtigsten Maßnahmen, die getroffen werden, um für die bestmögliche Sicherheit zu sorgen. Ja, es ist uns sehr wohl bewusst, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung jetzt auch an Karneval doch irgendwo gestört ist nach den Ereignissen Silvester in Köln. Unsere Aufgabe ist es jetzt, und die möchten wir sehr intensiv wahrnehmen, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen hier an Karneval präsent sind, dass wir sehr viel Uniform zeigen, dass die Kollegen ansprechbar und sensibel sind. Dazu gibt es eine Dienstfreisperre, dazu ist auch Urlaub gestrichen worden. Das heißt, wir werden mit allen Männern und Frauen der Kreispolizeibehörde, die verfügbar sind, im Einsatz sein. Wir sind auch darauf eingestellt, mögliche Straftaten mit Videobeweisen, sage ich mal, sicherzustellen. Wir haben Eingreifkräfte vorgehalten, die Störer konsequent auch aus Menschenmengen herausholen können und sind bestmöglich vorbereitet. Mit den Plakaten "Respekt auch an Karneval" soll deutlich gemacht werden, dass ein Bützchen auf die Wange oder freizügigere Kostüme keine Einladung zu sexuellen Übergriffen sind. Um an den Karnevalstagen Missverständnisse während des Feierns zu vermeiden, werden Flyer in verschiedenen Sprachen verteilt. Darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch und Persisch. Die Bürgerinnen und Bürger können während der Karnevalstage jederzeit die Mitarbeiter der Polizei ansprechen oder auch über die Notrufnummer 110 mit ihnen in Kontakt treten.